jetzt geht's los. Doch wieder 10.41 Uhr war raus aus St. Georgen. Und herrliches Wetter, herrlicher Blick. Mehr gleich nochmal. Eigentlich wollte ich ja neben der Straße gar nicht filmen, wegen dem ständigen Verkehr, aber das war jetzt so schön da. Wenn man sieht, wie die Sonnenstrahlen da. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video erkennen kann. Da diese Baumwipfel, der Restnebel, war heute Morgen alles zu neblig. Da habe ich gedacht, das muss ich jetzt mal festhalten. Und da dazwischen so im Grünen ein verstecktes Häuschen. Ja, St. Georgen liegt hinter mir. Tolle Gastgeber im Hotel Kamera. Falls es euch mal daher verstärkt, sind ganz normale Leute. Sehr hilfsbereit. Und dahinter liegt dann St. Georgen. Also da kann man nah ein gutes Frühstück hin sich machen. Und die Übernachtung war jetzt 74 Euro. Saubere, gemütliche Zimmer. Alles perfekt. Und ich gehe weiter in die Richtung. About yesterday, my oh my, weiß nicht, was her da drüber bimmelt. My oh my, a kiss and so I did. Schau mal ein Bild. Mystik. My oh my, a kiss and so I did. Villinger, Schwenninger Stadtmauer von außen. Ah, 9,9 Grad jetzt wieder. Liegt da Schäde drin. Darüber bin ich jetzt durch, beziehungsweise vorbeigefahren. Und die haben wir noch ganz vergessen. Die fahrt natürlich auch mit wieder faul da drin. Und der hat Hunger. Er steht die ganze Zeit schon da und wartet. Und irgendwann schnappt er zu.
Ja, und ich mache mich weiter auf die Sugge Richtung Donaueschingen. Ich bin jetzt in Donaueschingen. Jetzt fahre ich gleich noch zur Donauquelle. Donauquelle geht in die Richtung, wo wir sie finden. Donaueschingen, Donauquelle. Von oben. Ich fahre ja gleich nur noch. Dann gucke ich mir das von unten nochmal an, das Schauspiel. Ich werde jetzt doch gleich nur noch fahren. Oder nein, luxuriös mit diesem Fahrstuhl. Mittagspause jetzt. Eiskaffee in Donaueschingen. Das Pferd steht da. Mitfahrer ging nichts zu trinken. Ja, da hinten kommen wir mal her. Komm ich her. Moment, mehr Zeit, mehr Zeit. Wetter ist annehmbar. Das ist meine Richtung, wo ich fahren muss, durch die Umleitung vom Donauradweg ist alles ein bisschen konfus. Aber eigentlich ein schöner Blick. Und jetzt geht es weiter Richtung Tengen. Da stehen sie und gucken. Das sind die Cappuccino-Ki. Sehen Sie es. Und ich fahre in die Richtung. Genau. So, das Auto fährt. Das Ding gibt meinen Weg dahin. Oh, ich glaube, der Cappuccino ist fertig. So wie die Brille. Das wäre der Rundumblick. Wieder beeindruckend zugezogen, aber trotzdem angenehm zu fahren. Herrliche Landschaft. Wahnsinn, wenn die Sonne rauskommt, wie das alles gleich super aussieht und ein herrliches Bild gibt. Scheißegal, ich fahre jetzt durch. Das Mini-Mikira machen mit ihrer Baustelle und Schildlinde. Thank you.
Wind wird heftiger. Gefällt mir nicht. Aber in der Sonne 15 Grad kann man los. Und eine schöne Strecke durch die Natur. Ja, jetzt bin ich noch mal kurz arg kalt. Sieht gerade so schön aus da. Wenn die Sonne sich fett Platz macht vor deiner Drecksregenwolke. Einfach zum Genießen. Schön. Ich bin jetzt nach Geisingen. Jetzt mit großen Schritten Richtung Tengen. Wenn ich rechts gesehen habe auf dem Landkärtl, geht es da rechts hin. Das Tal rein. Ja, alles geprägt von nacher Zinft in dem Eck da oben. Ich feiere gern Fasnet. Durchs Kirchle. Schön sieht's aus. Wir fahren in Richtung Sonne weiter. Das sieht immer gut aus. Momentan 10 Grad. Also Camping. Puh. Ich glaube, da hätte ich mir heute Nacht gefallen, weil ist jetzt doch schon frisch. Deswegen heute noch eine Pension und schon wieder Muck. Und morgen dann Pension Schwiegermama wieder. Ich glaube, die sind bald froh, wenn Corona vorbei ist. So oft wie mir der Aufschlag. Nee, war ein Spaß. Alles gut. Ich freue mich. Wird recht. Gerade Schild gestanden, 6 Kilometer noch bis Tengen. Packi, ohne zu jammern. Gestern habe ich ein bisschen eingejammert. Heute machen wir es ohne Akku richtig eingeteilt. Und gar nichts mehr gegessen seit dem Frühstück. Es war ein billiger Tag, da wird sich meine Frau freuen, wenn ich Geld gespart habe. Aber später, da gehe ich noch was Warmes essen. Jetzt ist wieder qualmt, das habe ich gestern schon gehabt. Bloß da habe ich keinen Nerv gehabt zum Filmen. Verbrennt wieder einer Zeug oder wird geräuchert. Diesmal geht's weiter. Du brennst. Ja, hat sich ja gelohnt, der Rufstrampler. Wieder mal.
ein herrlicher Blick. Da unten muss dann wohl auch hängen sein. Ich hoffe, es geht nicht wieder weiter nuf, aber egal, passt. Schöne Abfahrt jetzt. Und wie gesagt, ein herrlicher Blick. Wenn ich mich ein bisschen auskenne, dann wisst ihr, was ich da hinten sehe. Aber da geht es Richtung Bodensee. Ah, das wäre jetzt nochmal in ganz nah. Ah, es liegt schon wieder zu. Und da unten, denke ich, war irgendwo mein Zimmer. Vielleicht finde ich noch eine Bank und dann hole ich mir noch ein bisschen Geld. Und dann gehe ich noch gemütlich essen heute. Okay, das ist jetzt die sogenannte Gerichtslinde am Tennemer-Eck. Tennemer-Eck. Ich lese sie nicht vor, das will von euch keiner wissen. Jetzt kommt die Sonne noch einmal durch. Herrlich. Also da sieht man jetzt die Tengemer Gerichtslinde. Ich gehe jetzt gleich noch einmal zurück. Ja, da ist im Mittelalter hier Gericht abgehalten worden. Und der Weg an der Straße wird gewährleistet, dass er jeder teilnehmen kann und das merkt. Oder mitkriegt, dass Gerichtsverhandlungen sind. Ja, war nicht schlecht. Gehört heute vielleicht einmal wieder eingeführt. Dann hätte manch einer sich überlege, was er treibt bei uns. So, Rittel A, schön platziert mit dem geilen Hintergrund. Ja, und das ist sie jetzt noch einmal in vollem Ausmaß. Tengemer Gerichtslinde. Oje, was die uns erzählen können, was da abgegangen ist. Hängt ihn höher und so. Oje, ist das gut.